Hallo, willkommen im Video 46 in der Vorlesung Mathematische Modellierung 1. Wir schauen uns ja gerade das offene Konsumentenressourcensystem an, haben das Modell hergeleitet in dimensionsbehafteten Größen für die Ressourcenkonzentration und die Populationsdichte und haben dann gesehen mit der Nichtdimensionalisierung, wie wir das Modell vereinfachen können, auf hier so eine vereinfachte Form, bei der sehr viele Einsen stehen und wir diesen effektiven Influx nur haben. Und jetzt ist die Frage, wie bekommen wir jetzt Trajektorien im Phasenraum, wie bekommen wir den Phasenfluss, um zu schauen, was das Modell macht. Und das wollen wir jetzt in dem Video heute betrachten. Und dabei lernen wir jetzt eine wichtige Methodik kennen, die immer hilft, wenn wir so Modelle mit zwei Variablen haben. Das ist die Methode der Isokline oder der Halbgleichgewichte. Und das wollen wir uns jetzt anschauen. Und ich habe dazu erstmal das Modell hier nochmal hingeschrieben, damit ich das nicht immer hin und her blättern muss. Und die erste Sache vielleicht, die wir generell immer machen, wir wollen erstmal die Gleichgewichte der Modelle haben. Also was sind die Fixpunkte? Und bei den Fixpunkten muss ja gelten, die Konzentration der Ressource darf sich nicht ändern und die Konzentration der Population darf sich nicht ändern. Und jetzt haben wir das erste Mal den typischen Fall, dass wir auf der rechten Seite bei beiden Gleichungen was Unterschiedliches stehen haben. Und jetzt müssen wir halt, wenn wir die Fixpunkte ausrechnen, dann müssen wir jetzt beide Gleichungen gleichzeitig zu 0 setzen. Das ist jetzt ganz wichtig. Also wir haben jetzt hier, wir müssen sagen, 0, die Änderung der Ressource, i minus R Stern, N Stern, wenn wir Gleichgewichte haben, setze ich ja Sterne ein. Und wir haben 0 ist gleich die untere Gleichung, die Änderung der Populationsdichte, R Stern mal N Stern minus N Stern. Und bei der Berechnung von Gleichgewichten müssen wir also zwei Gleichungen gleichzeitig lösen. Wir müssen also ein Gleichungssystem lösen. Aber das kann man ja in der Regel immer machen, solche Gleichungssysteme lösen. Jetzt kann man zum Beispiel hier die untere Gleichung, Sie können natürlich jetzt hier probieren, entweder in der unteren Gleichung ist n Stern gleich 0, aber n Stern gleich 0 funktioniert in der oberen Gleichung nicht, dann kriegen Sie das nicht gelöst. Also kann in der unteren Gleichung das einzige Möglichkeit, da ein Gleichgewicht zu haben, ist, dass r Stern gleich 1 ist. R Stern gleich 1 löst die untere Gleichung und wenn wir hier oben r Stern gleich 1 setzen, dann sehen wir, n Stern ist gleich i. So, und dann sehen wir also das einzige Gleichgewicht, das wir hier bekommen. Es gibt nur dieses eine Gleichgewicht. Das ist der einzige Zustandsvektor, der dieses Modell hier löst, also der dieses Gleichungssystem löst oder hier der Fixpunkt dieses Modells ist. Ich möchte jetzt diesen Gleichgewichtszustand nochmal in das Diagramm, das wir hier vorher hatten, in die Folie vorher eintragen. Da hatten wir hier diesen Phasenraum. Ich trage das hier nochmal ein. Das wird hier zwar ein bisschen voll, aber Sie werden gleich sehen, warum ich das hier auf dieser Folie lieber machen möchte. Also nochmal das Gleichgewicht, der Fixpunkt, der ist gegeben durch den Vektor R Stern, N Stern ist der Vektor 1i. Den bekomme ich also das Gleichgewicht, wenn ich jetzt R gleich 1 setze, N gleich i setze und dann habe ich hier diesen einzigen Gleichgewichtswert in dem Modell. Also nicht wie vorher in dem Modell, wo wir Gleichgewichtslinie hatten, wo wir ganze Linien von Punkten hatten, im Phasenraum die Gleichgewichte waren, sondern Gleichgewichte tauchen typischerweise als isolierte Punkte in so einem Modell auf. Es muss natürlich nicht immer nur einen geben, es kann mehrere Gleichgewichtspunkte geben, aber normalerweise sind das wirklich solche Punkte. Deswegen reden wir auch von Fixpunkten. So, ne? Und auch jetzt, das Modell ist dimensionslos, deswegen macht es total Sinn, dass hier eine 1 rauskommt. Das ist eine typische Konzentrationsgröße, bei der das Modell dann halt im Gleichgewicht ist. Und hier das N-Stern ist durch i gegeben und hier auch Werte von i um 1 rum sollen so sinnvoll sein. Ne? Und
Jetzt könnte man erstmal überlegen, was R gleich, warum ist der, also von was hängen denn diese Gleichgewichte ab? Und wenn Sie das jetzt nochmal betrachten wollen, also weil wir hatten ja hier diese vier ursprünglichen Parameter, und können wir jetzt irgendwie verstehen, was das bedeutet? Je mehr Influx wir haben, desto höher wird das n-Stern. Das ist schon ein bisschen merkwürdig. Wir geben das i ja in den Influx in die Gleichung für R, für die Ressource rein. Aber im Gleichgewicht erhöht sich die Konzentration der Population. Aber da muss man jetzt aufpassen bei dieser Interpretation, das ist ja in dimensionslosen Größen. Und wenn wir jetzt das sowas interpretieren wollen, müssen wir das wieder zurücktransformieren. Und das kann man ja jetzt machen. Jetzt haben wir diese Gleichgewichte in den dimensionslosen Größen. Wenn wir das jetzt interpretieren wollen, was das im Phasenraum bedeutet, also das Ergebnis im Phasenraum für das ursprüngliche System bedeutet, müssen wir wieder zurücktransformieren. Und dann sehen Sie, groß R ist Alpha mal klein R. Und jetzt können wir das R-Stern gleich 1 übersetzen. Das Alpha war aber jetzt D durch C, und dann bekommen wir halt hier das R-Stern in der dimensionsbehafteten Größen ist dann gegeben als D durch C. Und wenn wir das N-Stern in den dimensionsbehafteten Größen hinschreiben, dann ist das dieser Influx, das war AC durch D Quadrat. Und jetzt müssen wir nochmal D durch B. Und wenn Sie das ausxen, dann steht hier A mal C durch B mal D. Und das sind jetzt hier die Gleichgewichte in den dimensionsbehafteten Größen. Und dieses dürfen Sie nicht vergessen, wenn wir also jetzt das interpretieren wollen, was machen diese Gleichgewichte, dann müssen wir wirklich zu diesen dimensionsbehafteten Größen gehen. Und jetzt ist es aber schon interessant, wenn Sie schauen, was macht denn jetzt dieser Gleichgewichtswert für die Ressource. Das ist D durch C. Das sind die Parameter in der Gleichung für die Population. Ne? Und das ist das Merkwürdige, ne? Weil wenn wir uns dieses Modell hier so anschauen, dann würden wir denken doch, dass der Gleichgewichtswert unserer Ressource davon abhängt, wie viel hier rein und raus geht. Ne? Das würde man normal denken. Ne? Aber Sie sehen zum Beispiel, die Einflussrate hat mit dem Gleichgewichtswert der Ressource überhaupt nichts zu tun. Die Einflussrate geht in den Gleichgewichtswert der Population rein. Ne? Und das ist etwas, das kriegen Sie halt jetzt nur raus, wenn Sie wirklich sowas modellieren. Ne? Weil intuitiv würde man vielleicht denken, je mehr Einfluss in dem System ist, desto mehr höher muss auch die Ressourcenkonzentration in dem System sein. Das ist aber nicht so. Aufgrund dieser Feedbacks in diesem System und dieser Wechselwirkung reguliert sich das System immer so, dass die Ressource im Gleichgewicht gegeben ist durch die Todesrate und Aufnahmerate der Population. Das erst nochmal so zur Interpretation von solchen Gleichgewichten. Ich will aber jetzt nicht, wenn wir jetzt da weitermachen würden, dann müsste man jetzt würde man jetzt richtig hier in die Ökologie reingehen, das will ich gar nicht. Mir war nur wichtig, dass Sie diesen Schritt der Umtransformation machen und jetzt nicht anfangen mit diesem i zu interpretieren, sondern weil da gibt es auch viel oft falsche Resultate. Und wir wollen jetzt aber hier weitermachen, ne, mit diesem Gleichgewicht. Und wollen jetzt mal schauen, was passiert denn im Phasenraum jetzt noch. Ne? Weil wir haben ja jetzt nur gesehen, das ist ein Gleichgewichtswert, aber wir wissen ja überhaupt trotzdem noch nicht, was machen die Trajektorien. Wir wissen auch noch nicht, laufen sie auf das Gleichgewicht zu, laufen sie davon weg, was machen die Trajektorien sonst im Phasenraum. Das sind Sachen, die wir gerne verstehen wollen. Und dazu benutzen wir jetzt die Methode der Isoklinen. Ich mal erst nochmal hier kurz nochmal hier den Phasenraum hier R, N. Wir haben hier dieses eine Gleichgewicht gesehen, aber wir würden halt gerne wissen, was passiert jetzt außerhalb. Und dazu, um das jetzt rauszubekommen, berechnen wir jetzt Halbgleichgewichte. Ein Halbgleichgewicht
bekommen wir dadurch, dass wir nicht wie bei einem Gleichgewicht verlangen, dass beide Zustandsgrößen sich nicht mehr ändern, sondern da langt es, dass nur eine Zustandsgröße sich nicht mehr ändert. Zum Beispiel könnten wir jetzt verlangen, dass wir sagen, dass sich R nicht mehr ändert, dann bekommen wir die R-Isokline oder das R-Halbgleichgewicht. Und dazu setzen wir einfach R Punkt gleich 0. Das ist also das R-Halbgleichgewicht oder die R-Isokline. Und wenn wir das machen, wenn wir R Punkt gleich 0 setzen, und dann kommt aber kein Punkt raus, sondern dann kommt hier eine ganze Linie raus, weil dann ist hier 0 gleich I minus R mal N. 0 gleich I minus R mal N. Jetzt ist hier auch kein Sternchen mehr da, das ist ja kein Gleichgewicht. Und das können wir auch umformen. Dann können wir hier dazu können wir schreiben, N ist gleich I durch R. Das ist jetzt das Halbgleichgewicht. Und genauso, was das bedeutet, schauen wir uns gleich an. Erstmal überlegen wir nochmal, was entsprechend gibt es dann natürlich auch eine N-Isokline. Oder das N-Halbgleichgewicht. Dazu müssen wir jetzt einfach die Gleichung für N-Punkt 0 setzen. Also in der N-Isokline ändert sich halt die Konzentration der Populationsdichte nicht. Dann haben wir also N-Punkt müssen wir gleich 0 setzen. Und dann haben wir halt R mal N minus N gleich 0. Oder ich schreibe es gleich so hin, R minus 1 mal N gleich 0. Und daraus kommt jetzt entweder N gleich 0 oder R gleich 1. Und dann bekommen wir also jetzt hier einmal die R-Isokline, diese Linie. Oder die N-Isokline, das sind sogar zwei verschiedene Linien. Und jetzt überlegen wir da mal, was bedeutet das, wozu habe ich das gemacht. Dazu gehen wir, mache ich einfach mal ein Bild des Phasenraums. Schauen wir uns also erstmal die R-Isokline an. Tragen jetzt hier den Phasenraum auf. Wir arbeiten mit den Isoklinen oder Halbgleichgewichten, arbeitet man hier sehr immer grafisch. Das ist eine grafische Analyse, so ein bisschen eine Detektivarbeit, wie Sie gleich sehen werden. Hier ist R mal N. Und jetzt nochmal, also wenn ich das Gleichgewicht, das hier liegt bei 1 und I, wenn ich das Gleichgewicht ausrechne, dann ist das einfach der Wert, wenn beide Zustandsvariablen sich nicht ändern. Und bei der R-Isokline will ich einfach nur wissen, bei welchen Punkten ändert sich einfach R nicht. Ne? Und wenn ich das ausrechne, sehe ich, das ist einfach so eine Linie im Phasenraum, das ist die Linie N ist gleich I durch R. Ne? Und das ist hier so eine Linie, die kann man jetzt hier einzeichnen. Nehme ich mal hier so ein Blau. Sie sehen, diese Linie geht durch unser Gleichgewicht durch, weil wenn sich R nicht ändert, dann ändert sich, ist man natürlich auch auf jeden Fall, also im Gleichgewicht, also so, wenn wir in dem Gleichgewicht sind, ändert sich R nicht und dann ist das Gleichgewicht auf jeden Fall auch auf der R-Isokline. So, und was ist jetzt, was bringt uns jetzt dieses Halbgleichgewicht, ne? Was uns das Halbgleichgewicht bringt, ist, dass wir wissen, dass auf diesen Punkten die Konzentration von R sich nicht ändert. Das heißt, es bedeutet, dass Trajektorien im Phasenraum hier senkrecht durchgehen müssen. Warum müssen Trajektorien hier senkrecht durchgehen? Wenn hier eine Trajektorie irgendwie mehr horizontal oder mit einer horizontalen Komponente durchgehen würde, dann würde sich hier auf dieser Linie R ändern. Aber das ist ja genau die Linie, bei der sich R nicht ändert. Das sind alle Punkte im Phasenraum, bei der R sich nicht ändert. Sie können auch sagen, das ist die Linie aller Punkte,
bei der eine Trajektorie irgendwo senkrecht geht. Es kann also jetzt nicht sein, dass zum Beispiel jetzt hier oben eine Trajektorie ist, mal das mal hier dünn nur rein, es ist verboten, dass eine Trajektorie jetzt hier zum Beispiel so läuft, ne? Weil dann wäre sie ja hier senkrecht und dann wäre an dieser Stelle, würde sich R nicht ändern und das wäre ein Punkt der R-Isokline, aber die R-Isokline ist ja das hier, ne? Das heißt, senkrechte Trajektorien gibt es nur auf der blauen Linie. Das ist doch schon mal eine riesen Hilfe, weil uns das jetzt die Trajektorien extrem verändert, die Möglichkeit der Trajektorien extrem einengt im Phasenraum. So, und jetzt bedeutet das aber, wenn die Trajektorien hier unten niemals, jetzt, also die R-Isokline erstmal zerlegt den Phasenraum in zwei Hälften, zwei Segmente, ne? Das obere rechte und das linke untere Segment. Ne? Jetzt bleiben wir mal in dem linken Segment. Ne? Hier darf es nie senkrecht gehen. Das heißt, dann geht es in dem linken Segment entweder nach rechts oder nach links. Ne? Wenn hier eine Trajektorie irgendwo nach rechts geht, dann kann es nirgendwo anders in diesem Segment nach links gehen, denn dann müsste es ja irgendwo eine Verbindung geben, wo es senkrecht durchläuft. Also hier unten darf es nur nach rechts oder links gehen und hier oben auch nur nach rechts oder links. Aber wie kriege ich die Richtung raus? Und da kann man sich für die Richtung kann man sich oft überlegen, was passiert denn auf so einer Achse? Was passiert denn, wenn n gleich 0 ist? Wenn jetzt n gleich 0 ist, dann schaue ich mir in der Gleichung hier für r n gleich 0, dann fliegt das weg und ich sehe r-Punkt ist gleich i. Also r-Punkt, dann sehe ich auf dieser Achse, wenn n gleich 0 ist, wird ja die Ressource immer größer. Ne? Auf dieser Achse geht es nach rechts immer. Dann kann man solche Pfeile mal eintragen. Ne? Das macht ja auch Sinn, wenn keine Population da ist, dann kann die Ressource nicht aufgenommen werden. Wir haben ja aber diesen Einfluss und die Ressource akkumuliert sich. Also hier unten akkumuliert sich die Ressource. Aber wenn es hier nach rechts geht, dann muss es in dem ganzen unteren Segment nach rechts gehen. Ne? Es geht gar nicht anders. Ne? Ne, weil wenn es jetzt irgendwo nach links gehen würde, dann müsste eine Trajektorie irgendwo senkrecht durchlaufen, aber senkrecht ist nur auf der Isokline möglich. Jetzt kann man überlegen, was jetzt in diesem Segment geht es immer nach rechts, was ist in dem Segment hier oben. Da kann man sich genauso gut überlegen, dass es hier immer nach links gehen muss. Und da kann man sich jetzt einfach ins Unendliche nach oben begeben und schauen, was macht denn die R-Variable, wenn n sehr, sehr, sehr groß wird. Und wenn n sehr, sehr, sehr groß wird, dann sehen Sie, dann dominiert der negative Teil. Dann geht es hier für sehr große n nach links und dann geht es hier auch überall nach links. Und damit haben wir sehr viel gewonnen. Das ist die Information aus der R-Isokline. Wir wissen, der Phasenraum ist in zwei Bereiche geteilt. In einem Bereich gehen Trajektorien immer nach links. In einem anderen Bereich gehen Trajektorien nach rechts. Und auf der Übergangslinie zwischen diesen beiden Segmenten gehen Trajektorien senkrecht. Ne? Und das liefert mir schon extrem viel Information für den Phasenfluss, weil so viel ist schon gar nicht mehr möglich. Jetzt können Sie mal überlegen, welche Trajektorien können Sie jetzt noch anmalen, die Konsistenzen mit diesem Bild. Ne? Und die ganze Sache wird jetzt vervollständigt, wenn wir jetzt zusätzlich uns die N-Isokline anschauen. Was passiert denn bei der N-Isokline? Auch hier argumentieren wir wieder so grafisch. Hier haben wir den Phasenraum, hier haben wir R und N. So, und jetzt haben wir die N-Isokline ausgerechnet. Da darf sich die Populationsdichte nicht ändern. Das ist der Fall, wenn entweder N gleich 0 ist oder R gleich 1. Die N-Isokline trage ich jetzt in Rot auf. N gleich 0. Das bedeutet, das sind alle Werte, bei denen die Population 0 ist. Das ist klar, wenn die Population 0 ist, kann sie sich auch nicht mehr ändern, dann ist sie nämlich ausgestorben. Oder wir haben den Wert R gleich 1. Was ist das hier? So eine senkrechte Linie. Genau, R gleich 1. Und da sehen Sie, unser Fixpunkt liegt auch wieder auf der N-Isokline, ne, genau wie der Fixpunkt auf der R-Isokline liegt, weil der Fixpunkt muss ja auf beiden Isoklinen drauf liegen. Ne?
Und jetzt diese n-Isokline hat also, ist jetzt zusammengesetzt aus zwei Linien, ist nicht nur eine, das kann also schon mal auftauchen. So, und was bedeutet jetzt die n-Isokline? Ja, in der n-Isokline darf sich die Populationsdichte der Population nicht ändern, also n darf sich nicht ändern. Das heißt, da müssen Trajektorien waagerecht durchlaufen. Und die n-Isokline sind alle Punkte, bei der die Trajektorien waagerecht durchlaufen. Hier unten bei der Achse, das haben wir ja schon gesehen, ne, das ist ja ganz klar, die Population ausgestorben, ne, die Ressource läuft einfach hier hoch, dann ist das ist natürlich eine Linie, bei der sich die Population nicht mehr ändert, sie ist ausgestorben. Ne, also diese waagerechte hier, das ist fast trivial, ne, das ist einfach die ausgestorbene Population. Aber wenn wir Populationen haben, dann genau bei diesem R-Wert, diesem magischen R-Wert, haben wir hier was Horizontales. Jetzt wird also die N-Isokline zerlegt den Phasenraum auch in zwei Segmente, zwei andere Segmente als die R-Isokline, das rechte und das linke Segment. Und jetzt bedeutet das, in dem linken Segment gehen jetzt Trajektorien entweder hoch oder runter. In dem rechten Segment auch, entweder alle hoch oder alle runter. Um jetzt rauszubekommen, ob es jetzt hier in dem linken Segment hoch oder runter geht, brauche ich nur die Richtung einer einzelnen Trajektorie hier irgendwo zu raten und dann weiß ich die Richtung aller anderen. Und da empfiehlt es sich wieder auf die Achse zu gehen. Wir setzen R gleich 0 und schauen, was macht n. Dann gehen wir in die Gleichung für n. Wenn wir R gleich 0 setzen, keine Ressource haben, dann zerfällt die Population exponentiell. Die Population hat ja nichts mehr zu wachsen. Das heißt, hier auf dieser Linie ohne Ressource geht es nach unten. Wenn wir aber auf dieser Linie nach unten laufen, übrigens, dass in diesem Fall ist es keine Trajektorie, zwar das n geht nach unten, aber natürlich kann die Ressource trotzdem noch anwachsen. Also Trajektorien können wirklich hier rauslaufen. Ne? Das ist jetzt keine Trajektorie. Aber hier geht es jedenfalls nach unten. Also der Pfeil soll nur nicht eine Trajektorie andeuten, sondern nur die Richtung. Und dann geht es hier überall nach unten. Und diese Pfeile, auch vielleicht hier nochmal gesagt, diese Pfeile heißt nicht, dass es senkrecht nach unten geht. Es könnte auch schräg nach unten gehen oder links schräg, rechts schräg. Es könnte irgendwie in so einer Schlangenlinie nach unten gehen. Aber überall links von der N-Isokline muss es nach unten gehen. Genauso auch hier. Das heißt nicht horizontal nach rechts, es könnte auch schräg nach rechts oben, schräg nach rechts unten. Es muss immer nur eine Komponente nach rechts gehen. Hier muss es nur eine Komponente nach links gehen. So, also hier geht es immer nach unten. Was ist jetzt hier im rechten Segment? Jetzt müssen wir schauen, wenn R sehr, sehr, sehr groß wird, was macht dann die Änderung von N? Wenn R sehr groß wird, dann sehen Sie, dann dominiert der Teil und dann geht das hier überall nach oben. Und auch hier hat uns also die N-Isokline diese Dynamik im Phasenraum extrem eingeschränkt, weil es ist jetzt sehr viel, sehr vereinfacht, was hier an Dynamik noch möglich ist. So, und jetzt der Trick kommt jetzt, wenn wir beide Isoklinen in ein Diagramm eintragen. Das kann man normalerweise gleich in einem Schritt machen. Ich habe das jetzt hier erstmal separat gemacht, dass wir erstmal sehen, welche Informationen bekommen wir durch welche der beiden Isoklinen. Jetzt setzen wir beide Isoklinen zusammen. Dann wird es erst so richtig mächtig. Dann machen wir wieder hier eine Interpretation im Phasenraum. R und haben N. Hier haben wir den Wert 1. Hier haben wir den Wert i. So, jetzt müssen wir die Trajektorien, die Isoklinen erstmal eintragen. Das war die R-Isokline, dann die N-Isokline. So, und dann erstmal können wir feststellen, alle Schnittpunkte der Isoklinen ergeben die Fixpunkte.
weil die Fixpunkte ja dadurch definiert sind, dass man nicht nur auf dem Halbgleichgewicht ist, sondern dass beide Halbgleichgewichte gemeinsam erfüllt sind. Das war ja diese Rechnung, ne? Also die Schnittpunkte der Isoklinen sind die Gleichgewichte. Und hier gibt es nur einen Schnittpunkt, hier vielleicht noch einen anderen im Unendlichen, aber das wollen wir nicht betrachten. Wir haben nur einen Schnittpunkt, deswegen haben wir nur einen Fixpunkt. Ne? Also Isoklinen geben uns sofort die Fixpunkte, ne? Und dann vielleicht nochmal das, was ich vorhin hier argumentiert habe, kann man vielleicht nochmal hinschreiben. Also Isoklinen, die zerlegen den Phasenraum in Segmente. Und die Segmente haben mit typischen Richtungen Richtungen der Trajektorien. So, und jetzt wollen wir noch mal schauen, wie können wir jetzt die Informationen dieser beiden Isoklinen zusammenbringen. Dann tragen wir erst noch mal hier diese Richtung auf. In der R-Isokline gingen Trajektorien immer senkrecht. In der N-Isokline gingen Trajektorien horizontal. So, und jetzt haben wir gesehen, hier geht es jetzt links, geht es jetzt nach unten. Und jetzt sehen Sie den ersten Trick. Aus der R-Isokline weiß ich nur, die Trajektorien gehen senkrecht. Aus der N-Isokline weiß ich aber links der N-Isokline geht es nach unten. Dann kann ich jetzt hier einen Pfeil dran machen und weiß, es muss hier auch wirklich immer nach unten gehen. Das wusste ich hier noch nicht. Geht es nach oben oder nach unten? Jetzt weiß ich, links von der N-Isokline geht es nach unten, senkrecht. Und rechts von der N-Isokline geht es senkrecht nach oben. Jetzt weiß ich hier schon, links muss alles immer nach unten gehen, rechts muss alles nach oben gehen. Es gibt hier so eine Scherung im Phasenraum, Scherung in der Strömung. Genauso können wir jetzt auch Pfeile hier ran machen. Aus der N-Isokline weiß ich nur, es geht horizontal, aber oberhalb der blauen R-Isokline, oberhalb geht es hier nach links, also haben wir hier Pfeilung nach links und hier unten Pfeile nach rechts. Jetzt haben wir genauso gut eine Scherung in der horizontalen Komponente, hier nach links, rechts und hier nach oben, unten. Jetzt sehen wir, es gibt hier schon so eine spiralige Tendenz im Phasenraum. Da können wir gar nicht mehr raus wegkommen. Und jetzt, das sind aber die einzigen Punkte, wo es wirklich richtig senkrecht, rechts oder links geht. Jetzt kann man gucken, jetzt die Kombination der beiden Isoklinen zerlegt den Phasenraum in vier Segmente jetzt. Und jetzt schauen wir uns mal dieses Segment an. In diesem Segment geht es jetzt nach unten, weil wir links in der N-Isokline sind, und nach rechts, weil wir unterhalb der R-Isokline sind. Es geht also nach unten rechts, es geht so in diese Richtung. Dann macht man mal so einen Pfeil nach da. Wir wissen jetzt nicht genau wie, aber Trajektorien, also wie genau, wir wissen nicht genau die Steigung, aber Trajektorien können hier nur nach unten rechts gehen. Jetzt hier, jetzt kreuzen wir die N-Isokline, dann können Trajektorien gehen hier auf einmal nach oben, aber immer noch rechts, also gehen hier die Trajektorien nach rechts oben. Wenn wir jetzt hier hochgehen, kreuzen wir die R-Isokline, dann müssen Trajektorien nach links laufen. Und hier müssen Trajektorien gehen links oben und hier müssen sie nach links unten laufen. Jetzt bekommen wir in jedem dieser vier Segmente bekommen wir eine typische Richtung der Trajektorien. Ne? So, und jetzt muss man gucken, wie können jetzt die vielleicht können wir das auch nochmal hinschreiben, ne? Zerlegen in Segmente mit typischen Richtungen der Trajektorien, das langt vielleicht. So, und jetzt können wir überlegen, wie kann denn so eine Trajektorie typischerweise aussehen. Damit starten wir mal irgendwo. Ich starte mal mit diesem Wert hier. Das sei jetzt mein Anfangszustand. Und jetzt kann man überlegen, wie könnte so ein Phasenfluss jetzt sein. Ja, die Trajektorie muss auf jeden Fall nach rechts unten laufen, irgendwo hier hin. Sie könnte wackeln, das weiß ich nicht, aber wenn ich es nicht weiß, dann male ich natürlich erstmal was Einfaches auf. Wenn sie aber jetzt näher an die rote Linie, an die N-Isokline kommt, dann muss sie jetzt immer horizontaler werden, weil hier muss sie ja schließlich horizontal durch. Also gibt es jetzt so eine Krümmung und irgendwo geht sie hier horizontal durch.
Ich kann nicht sagen, wo dieser Punkt sein wird, ob diese Trajektorie jetzt weiter hier oben landet oder hier weiter unten landet, aber sie wird irgendwo hier landen, auf dieser N-Isokline und da horizontal durchlaufen. Jetzt muss sie weiter nach rechts gehen, aber sie läuft nach oben. Ja, dann geht es irgendwo hier lang. Und jetzt merken Sie, jetzt muss sie die Krümmung stärker werden, jetzt muss sie irgendwann senkrecht hier durchlaufen, dann geht sie vielleicht hier senkrecht durch. Ja? Also hier muss es senkrecht, hier horizontal und die Trajektorie muss in diese Richtung laufen. Was macht die Trajektorie jetzt? Jetzt hat sie ein bisschen mehr Platz, kann nach links oben laufen, ne? Und läuft dann vielleicht irgendwo hier links oben. Jetzt muss sie aber schon wieder abknicken, sie kommt ja in die nächste wieder in die N-Isokline, muss wieder horizontal werden. Jetzt geht sie nach links unten, muss hier wieder senkrecht werden. Und jetzt merken Sie, diese R-Isokline liegt so, dass die Trajektorie sich irgendwie hier rumwindet und immer weniger und weniger Platz hat. Und Sie sehen, es ist, was auch immer, es sieht so aus, als läuft diese Trajektorie hier drauf. Es sieht also so aus, als haben wir hier so einen stabilen Fixpunkt. Als würde dieser Fixpunkt Trajektorien anziehen. Das können wir jetzt aber auch noch nicht genau sagen. Es könnte ja auch sein, dass es hier irgendeine Linie gibt, bei der die Trajektorie sich unendlich lang hier rumwickelt, ne, ohne den Fixpunkt zu erreichen. Das können wir jetzt aus diesen Isoklinen noch nicht bestimmen, aber wir können aus den Isoklinen nur rausbekommen, dass so eine typische Trajektorie sich hier im Gegenuhrzeigersinn windet und irgendwie hier in die Nähe des Fixpunktes kommen will. Wir können auch mal mit einer anderen Trajektorie starten. Ich starte mal mit einer Trajektorie vielleicht hier oben. Was würde so eine Trajektorie machen? Sie muss erstmal nach rechts oben laufen. Hier muss sie horizontal. Dann muss sie hier nach unten laufen. Dann muss sie irgendwo, na, vielleicht nehme ich hier besser mal eine andere Farbe, dass wir nicht durcheinander kommen. Horizontal, dann muss sie hier senkrecht laufen. Dann muss sie hier rein und dann kommt die Trajektorie hier auch so rein. Ne? Wir sehen also sozusagen, der Phasenfluss ist jetzt was wie so ein Wirbel, so eine Spirale, die sich hier in die Nähe dieses Fixpunktes anschließt. Was aber genau in der Nähe dieses Fixpunktes passiert, das müssen wir jetzt leider sagen, das gibt uns die Isoklinen nicht. Ne? Da muss man jetzt auch ein bisschen aufpassen, weil wir können ja immer nur die generelle Richtung rausbekommen, aber wir könnten jetzt, diese Trajektorie hätte jetzt auch ein bisschen weiter rechts oder ein bisschen mehr ausgewölbt nach links sein können. Ich kriege ja nur die generelle Richtung, aber nicht die absolute Richtung. Aber wir wissen jetzt im Phasenraum schon sehr, sehr viel, was da passiert. Ne? Wenn Sie überlegen, wenn man vorher so ein Fragezeichen hatte und wusste überhaupt nicht, was passiert im Phasenraum und jetzt die Methode dieser Isoklinen oder dieser Halbgleichgewichte nimmt, dann kriegt man schon sehr, sehr viel Information über das, was hier möglich ist im Phasenraum. Und jetzt ist die Frage aber, wie können wir jetzt weiterkommen? Wie kriege ich jetzt die weitere Information? Und das liefert uns jetzt direkt zu der Frage, was macht dieser Fixpunkt? Was ist die Stabilität dieses Fixpunktes? Um das jetzt rauszubekommen, muss man halt jetzt diese Methode der Isoklinen noch kombinieren mit einer Stabilitätsanalyse im Fixpunkt. Und das ist das, was wir uns jetzt im nächsten betrachten müssen. Wie funktioniert eine Stabilitätsanalyse, wenn wir Modelle mit mehreren Variablen haben? Vielleicht nochmal zu dieser Isoklinen. Das ist also, wenn wir Modelle mit zwei Variablen haben, ein wunderbares Mittel, um so eine Intuition in den Phasenraum zu bekommen. Aber die Methode funktioniert nur bei Modellen mit zwei Variablen. Wenn Sie jetzt Modelle mit drei Variablen oder mehr Variablen haben, dann haben Sie ja, der Phasenraum ist ja ein höherdimensionaler Vektorraum. Und dann bei den Halbgleichgewichten, dann kriegen Sie ja keine Linien, sondern dann kriegen Sie da zweidimensionale oder höherdimensionale Mannigfaltigkeiten. Und das kann man nicht mehr so einfach visualisieren. Diese Methode ist also wunderbar mächtig, aber halt nur machbar mit Modellen mit zwei Variablen. Das hört sich jetzt vielleicht erstmal als eine extreme Einschränkung an, aber es ist wirklich so, dass man wirklich die meisten aller Modelle
zumindest irgendwie so vereinfachen kann oder so reduzieren kann, um so eine konzeptionelle Darstellung zu bekommen, sodass man, oder nicht die meisten, aber sehr, sehr viele Modelle kann man letztendlich reduzieren auf so eine Betrachtung in einem zweidimensionalen Phasenraum, und dann ist diese Methode, diese Halbgleichgewichte, funktioniert dann auch. Ne? Aber trotzdem, wenn Sie wirklich jetzt was haben, zum Beispiel was Dreidimensionales, und das nicht weiter reduzieren können, dann hilft das erstmal in der Regel nicht so weiter. Und das Weitere, aber, oder Achtung, es gibt natürlich jetzt hier nur das qualitative Verhalten. Aber nicht das quantitative Verhalten. Also wir wissen nicht, ob die Trajektorie so genauso aussieht. Wir wissen nur, dass sie hier nach unten, hier nach oben, hier wieder nach oben, links oben laufen muss. Nur wir kriegen nur das, ja, nur die generellen Richtungen. Okay, soweit zur Methode der Isoklinen. Und wie gesagt, das nächste Programmschritt wäre dann die Stabilitätsanalyse in Modellen mit zwei Variablen. Für jetzt erstmal.